Der spirituelle Name Daiva. Daiva mit einem langen A am Ende bedeutet die göttliche, die himmlische, die strahlende. Deva heißt Gott, heißt auch Engelswesen, Himmelswesen, Lichtwesen. Und Daiva ist diejenige, die zu diesen Göttlichen hingehört. Daiva hat also etwas Lichtvolles, etwas Strahlendes an sich. Deshalb ist Daiva Name für Aspirantinnen mit Soham-Mantra, mit Gayatri-Mantra oder auch einem anderen Mantra. Wenn du Daiva heißt, dann weißt du, du gehörst eigentlich zur göttlichen Welt. Du bist in dieser Welt, dieser physischen Welt, um Lektionen zu lernen. Du bist hier, um Gutes zu bewirken, eine Mission zu erfüllen. Aber du gehörst letztlich in die himmlische Welt und letztlich sogar über die himmlische Welt hinaus zum Unendlichen und zum Ewigen. Und du willst überall auch das Göttliche sehen und wahrnehmen. Du kannst die Welt als Materie ansehen, du kannst sie aber auch als Manifestation des Göttlichen ansehen. Du kannst andere Menschen sehen mit ihren Emotionen und Fehlbarkeiten, du kannst in ihnen aber auch die Manifestation des Göttlichen sehen.